Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Leute, ich habe mir erneut die Mühe gemacht und im Internet nach meinen 10 Favorite Pieces der Woche gesucht. Allerdings dieses Mal sind es Hemden geworden, und zwar Kurzarmhemden. Da sind zwar auch im Video zwei Langarmhemden dabei, aber da gehe ich dann im Laufe des Videos noch drauf ein. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start, denn ich habe noch mal ein kleines Giveaway für euch. Was ihr genau machen müsst, erfahrt ihr auf jeden Fall am Ende des Videos. Vergesst jetzt schon mal nicht, schon mal ein Abo dazulassen und ein Like, und dann fangen wir einfach an mit dem ersten Piece. So, Freunde, das erste Piece habe ich gesehen bei Mango. Und zwar gibt es bei Mango, natürlich, wie ihr schon mitbekommen habt, in der Vergangenheit immer wieder ganz coole Sachen. Und da gibt es so ein gestreiftes Kurzarmhemd, ein fließendes gestreiftes Kurzarmhemd. Ich gehe davon aus, dass das Material aus Viskose ist. Viskose, kann ich euch sagen, ist sehr angenehm zu tragen. Und das gibt es in zwei Colorways. Einmal in so einem hier blau-weiß mit so gelben Streifen mit drin. Und hier nochmal in so einem anderen Variante. Also die gefallen mir beide sehr, sehr gut. Ihr habt die Qual der Wahl, kosten beide gleich viel, falls ihr euch dafür interessiert. Natürlich findet ihr alle Links, wie üblich, unten in der Infobox, und da könnt ihr die Sachen abchecken. Und bei dem Fit würde ich eher sagen, nehmt eure normale Größe. Also könnt das Ganze natürlich auch oversize tragen, dann würde ich euch empfehlen, eine Größe größer zu tragen. Aber ich würde vom Fit, wie das Model hier jetzt trägt, sieht sehr, sehr nice aus. Deswegen würde ich bei mir auch Richtung M tendieren. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich gefunden bei Uniqlo. Und bei Uniqlo gibt es immer wieder so Designer-Kollaborationen. Und das ist das jetzt ja auch. Das ist irgend so ein spezieller Künstler, der die Hemden-Designs für Uniqlo kreiert hat. Und das fand ich sehr, sehr cool. So ein Babyblau mit so weißen Blüten drauf. Hat auf jeden Fall was. Ist natürlich nicht jedermanns Sache. Gibt es auch nur noch in XS und XL. Gestern zum Beispiel gab es das nur noch in XS. Was ich damit sagen möchte, ist prinzipiell, guckt einfach rein, die Größen kommen immer wieder zurück, es werden ja Sachen immer wieder zurückgeschickt, nicht jedem passt jedes Teil, dementsprechend kann es sein, dass morgen zum Beispiel eure Größe wieder am Start ist, und für 30 Euro finde ich sehr cool, Babyblau findet man auch nicht an jeder Ecke, dementsprechend auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Piece, und kann man auf jeden Fall den Kleiderschrank mit aufnehmen. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece, und das nächste Piece habe ich gefunden bei Zara, und zwar klassische Kurzarmhemden in einem Bowling-Schnitt in vier verschiedenen Colorways. Das gibt es in Schwarz, in Beige, in Braun und in Weiß. Sehen alle vier, finde ich, sehr, sehr nice aus. Auch jetzt gerade reduziert, finde ich auch sehr cool. Also man spart immer 35%, also fast wie so ein günstiges T-Shirt. 15 Euro, 16 Euro finde ich auf jeden Fall preislich total angemessen. Größentechnisch sind die meisten Größen auch noch am Start. Sehr, sehr cooles Basic-Fit. Und finde ich als Variante, wenn man in der Hinsicht geht, sowas ausprobieren möchte, auf jeden Fall sehr nice. Mir gefällt an der Optik auf jeden Fall auch der Fit, also der Kragen liegt gut, der ist nicht so wie so ein Kragen von einem typischen Hemd, sondern das ist so ein flacher Kragen, der so ein bisschen liegt, wirkt sehr, sehr nice, und dementsprechend fand ich es vom Fit und vom Preis Leistung sehr, sehr nice. Hat auch einen Relax-Fit, ne? Dementsprechend. Auf jeden Fall ein bisschen lockerer, aber ich habe auch was für die engere Variante, also für den, ich sag mal, mehr figurbetonten Typen rausgesucht, und zwar eine ähnliche Variante, allerdings hier mit Tasche, und zwar von Mango Man. Das gibt es aktuell, habe ich das gesehen, bei About You, in einem braunen Colorway und einem schwarzen Colorway. Wie ihr seht, der Fit ist ein bisschen anders, ein bisschen kürzer geschnitten, man hat eine Tasche und das Ganze wirkt so ein bisschen enger, aber es ist auch ein sehr, sehr cooles Hemd und kann man natürlich auch als Variante wählen, je nachdem welchen Stil ihr bevorzugt, fand ich es einfach noch ganz cool mit reinzunehmen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece, und bei dem nächsten Piece kommen wir zum Thema Muster. Beim Thema Muster habe ich auf Zara ein sehr cooles Hemd gefunden, und zwar ein sehr cleanes, aber ich finde, es hat auf jeden Fall was. Mit so einem Palmenmuster drauf, sehr clean gehalten. Ich gehe davon aus, dass der Fit ähnlich ist wie bei dem hier. Aber sieht sehr nice aus, und dementsprechend vom Muster her, dass es so clean ist, hat auf jeden Fall was. Erst recht für den Sommerurlaub, erst recht für die heißen Tage. Ist natürlich nichts, was man im Herbst, Winter tragen sollte, aber ich sag mal, für diesen Sommerurlaub oder Sommer generell kann man sowas auf so einer Barbecue-Party auf jeden Fall schon mal anziehen. Und dementsprechend finde ich diese bedruckten Hemden mit diesen Floral-Prints auf jeden Fall immer wieder nice. Und ich habe auch mehrere in meinem Kleiderschrank, deswegen auf jeden Fall eine coole Variante und hat auf jeden Fall was. So, ein weiteres habe ich gefunden, in dem Fall wieder sehr clean gehalten, mit so einem schwarzen Streifen drauf, ein weißes, beziehungsweise so ein cremeweißes Hemd,
auch reduziert auf 13 Euro. Also wie ihr jetzt seht, online sind die Größen ausverkauft, aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt immer mal noch in den Stores. Denn ihr könnt über die Verfügbarkeit im Geschäft dann prinzipiell nochmal schauen, ob das Ganze bei euch im Store vor Ort auf jeden Fall verfügbar ist. Die meisten Sachen sind dann noch verfügbar. Und auch hier gilt, die Sachen kommen zurück. Das heißt, guckt immer wieder da rein, da füllen sich Stocks immer wieder auf und dann dementsprechend habt ihr vielleicht doch noch die Chance, eure Größe zu bekommen. Fand ich auf jeden Fall cool, hat auf jeden Fall sehr coolen. Also mir gefällt das Muster einfach und ja, Colorway etc. alles wirklich on fleek und für 13 Euro kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, kommen wir zum nächsten Hemd und das nächste Hemd ist wirklich ein wahrhaftes Bowlinghemd und das gibt es aktuell bei Carhartt. Ist natürlich Geschmackssache und auch nicht jedermanns Fall. Ist auch mit Abstand das teuerste Hemd in dem Video für 80 Euro, aber ich wollte es einfach mal reinnehmen, weil es einfach nochmal ein bisschen anderen Flair mit rein gibt. Natürlich gibt es, ich sag mal, cleaner Hemden oder bedruckte Hemden oder ich sag mal mit Prints drauf, also mit so Mustern drauf etc. Und hier haben wir einfach mal so ein klassisches Bowlinghemd, was aus den 60er, 70er Jahren sein könnte. Gefällt mir persönlich so medium, also nicht so sehr, aber ich fand es cool, dass ich es einfach mit reinnehmen konnte und ich hätte hinten zum Beispiel den Rücken auch weiß gelassen, also nicht schwarz, dann würde es mir deutlich besser gefallen. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache, vielleicht gefällt es euch ja und dementsprechend habe ich es einfach mal als Variante mit reingenommen. So, kommen wir zum letzten Kurzarmhemd und das letzte Kurzarmhemd habe ich gefunden bei Jack & Jones. Hat einen ähnlichen Print drauf wie das von Zara. In dem Fall auf jeden Fall ein bisschen mehr Farben drin. Allerdings, was mir in dem Hemd gut gefällt, ist einfach, dass das Ganze so dezent gehalten ist. Es sind schöne Erdtöne verwendet worden, so ein ganz leichtes Grün, Beige, Weiß und schwaches, Türkis. Wirkt sehr harmonisch, wirkt wirklich sehr cool. Jack & Jones, ich sag mal zuletzt, hat wirklich an ihren Klamotten gearbeitet. Die haben sehr cleane Sachen rausgebracht, auch nicht zu dickes Branding mit drauf. Und das fand ich auf jeden Fall sehr nice. Die anderen zwei Colorways, dieses Blau und Schwarz, gefällt mir persönlich gar nicht. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von diesem Colorway. Und das ist auf jeden Fall das letzte Kurzarmhemd. So, dann kommen wir zu den zwei Hemden, die ich meinte, die ich prinzipiell mit reingenommen habe, die aber keine Kurzarmhemden sind, aber trotzdem finde ich, weil wir das Thema Hemd haben, einfach mit reingehören. Und zwar habe ich noch zwei Flannels gefunden. Einmal hier für ein Uniqlo, hat einen sehr, sehr coolen Fit, einen leichten Oversize-Fit. Ihr seht das, der hat eine Größe M an und trägt noch einen Hoodie darunter. Ich habe ein sehr ähnliches Hemd, Flannel von Uniqlo. Und ich finde es sehr, sehr cool. Die haben einen sehr coolen, wirklich einen sehr, sehr starken Fit und wirklich angenehm zu tragen. Gibt es in zwei Colorways, einmal in so einem Schwarz-Grau und einmal in so einem Bordeaux-Farben. Mir gefällt die schwarze Variante auf jeden Fall besser, aber ich wollte es einfach mit reinnehmen, weil ich sag mal, prinzipiell haben wir ja das Thema Hemd und passt auf jeden Fall zum Thema. So, und dann habe ich zu guter Letzt noch ein anderes Flannel gefunden, hier in dem Fall jetzt mit Kapuze, was ich für mich persönlich wahrscheinlich entscheiden würde, und das müsste man sich anschauen, ich würde die Kapuze wahrscheinlich abmachen, denn mir gefällt das so vom Colorway, vom Fitting extrem gut. Sieht sehr, sehr hochwertig aus, sehr dickes Material. Für 65 Euro kann man da echt nicht meckern. Ist so ein blau-beige, beziehungsweise mit so creme-weiß gemischt. Wirklich sehr cool und natürlich kann man das auch mit Kapuze tragen, aber ich fände es ohne auf jeden Fall nicer. Und das gibt es aktuell für 65 Euro bei Zalando von der Firma Next. Und hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen und dementsprechend, ja, das war jetzt das letzte Piece. So Leute, das war es jetzt mit den Hemden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe noch ein Gewinnspiel am Start. Ihr kennt das Ganze. Alles, was ihr machen müsst, den Kanal auf jeden Fall abonnieren und ein Like dazu lassen. Dazu müsst ihr Hashtag Gewinnspiel und euer Hemd eurer Wahl mit eurer Größe unten in die Kommentare packen und dann seid ihr schon am Start. Wie gesagt, das war's. Vergesst auf jeden Fall, wie gesagt, den Kanal nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Ciao.